Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia 3. Ja, ich komme endlich zum Aufnehmen. Wir haben den 4. Juni, nee, August haben wir schon. Oh Gott, wir haben August. Ja, ich dachte, ich käme früher zum Aufnehmen, aber naja, wenigstens komme ich noch so zum Aufnehmen, dass es nicht zu Verzögerungen kommt. Das ist schon mal was Gutes. Falls es mal zu Verzögerungen kommen sollte, dann tut es mir leid. Wenigstens habe ich so die Chance, mal auf die Kommentare einzugehen. Da war nämlich, ich glaube, hauptsächlich in der ersten Folge auch lange Kommentare, weil dieses Spiel ist halt nun mal ein Spiel, auf das viele gehofft haben, die Teil 1 und 2 total mochten, kennen und so weiter und so fort, weil es wurde damals angekündigt, dann wurde jahrelang nichts dazu gesagt und plötzlich kam was raus dazu. Da waren natürlich ganz viele Fans froh und gleichzeitig auch einigermaßen eigentlich enttäuscht. Also es ist so, dieses Spiel ist sehr zwiespältig, das wusste ich auch vorher. Dass die Kritiken dazu sowohl negativ als auch positiv sind. Daher bin ich natürlich umso gespannter. Also ich habe mir keinerlei Kritiken irgendwie angeguckt. Ich habe es halt nur so ganz grob mitgekriegt und das hat sich in den Kommentaren auch wiedergespiegelt. Natürlich, worüber ganz viele traurig sind, ist einfach, dass Kate so anders wirkt. Sie wirkt halt, sagen wir mal, jünger. Die Stimme ist auch angepasster dazu. Und das war in den ersten zwei Teilen halt ganz anders. Da wirkte sie auch für mich erwachsener. Jetzt ist halt so, ich habe das ja mit der Synchro-Stimme auch angesprochen gehabt und ich habe mich echt nicht geirrt. Also ich war so froh, dass ich in den Kommentaren gelesen habe, dass es wirklich eine andere Synchro ist. Klar, es hat mich im ersten Moment enttäuscht, aber wenn man das jetzt mal vergleicht, mit der Person selber, jetzt nicht mit den anderen Teilen. Ich komme auch gleich darauf, wieso. Dann ist es recht stimmig, deswegen reite ich da auch jetzt nicht weiter drauf rum. Das ist jetzt halt so, ne? Das, woran ich mich noch am meisten dran gewöhnen muss, ich laufe sie mal ein bisschen herum hier, damit sie mal ein bisschen was macht, ne, und nicht nur so wirkt, als wäre ein Standbild, auch wenn das Licht im Hintergrund flackert. Das Einzige, woran ich mich auf jeden Fall jetzt hundertprozentig noch dran gewöhnen muss, ist halt diese Option, dass du die Bilder so, das Bild halt so bewegen kannst. Hier ist meistens nichts Großartiges, aber wenn ich an dieses Rätsel, also Rätsel, denke mit dem Knopf, wie ich das nicht gerafft habe. Und dass du dann auch teilweise Dinge so ziehen und schieben musst. Das ist ja an sich ganz cool, ist man aber aus den ersten zwei Teilen halt überhaupt nicht gewöhnt. Daran muss man sich halt auch erstmal gewöhnen. Ich werde es wahrscheinlich auch 5000 Mal vergessen. Ha, wahrscheinlich habe ich es erst so am Ende des Projekts dann irgendwie raus, dass ich da direkt dran denke und dann ist es vorbei. Ja, warum ich jetzt erstmal speziell nur auf dieses Spiel achte, also so in sich und eher ungern mit den ersten beiden Teilen vergleichen will, ist einfach der Grund. Für mich sind die ersten beiden Teile einfach ein stimmiges Spiel. Der erste ist wie so ein Vorspann, der Heißhunger macht auf so ein richtiges Abenteuer. Der zweite erfüllt dieses Abenteuer an und hat so ein schönes Ende, so einen guten Abschluss. Gut, man fragt sich hauptsächlich, wie kommt Kate denn wieder zurück, ne? Aber das ist gar nicht mal so relevant. Das ist einfach so, das ist trotzdem noch so ein schönes Ende. Und in dem Teil geht es ja, glaube ich, auch gar nicht darum, wie sie irgendwie wieder zurückkommt oder sonstiges. Gut, ich glaube, das war auch gar nicht ihr Hauptinteresse. Aber hier geht es ja um was ganz anderes. Und einerseits hatte ich mir gewünscht gehabt, dass es einen dritten Teil gibt, also beziehungsweise einen Nachfolger gibt. Andererseits habe ich mir auch gedacht, was ist so schön in sich stimmig. Deswegen sehe ich es lieber so, die Kunst des Mordens-Teile vielleicht. Das waren ja auch so einzelne Stories quasi, die in sich stimmig waren, aber eher weniger zusammenhängend, glaube ich. Ich glaube, da waren keine wirklich zusammenhängenden Dinge. Ich bin gespannt, ob es irgendwelche Schlussfolgerungen, also Schlussfolgerungen, irgendwelche Anspielungen auf Teil 1 und 2 gibt. Ich hoffe es zwar, aber ich würde es nicht vermissen, weil einfach, ja, es ist für mich wie eine neue Geschichte, einfach mit der Person Kate Walker, die ja schon ein bisschen was erlebt hat. Darauf gab es ja schon die Anspielung, stimmt, im Gespräch mit dem Arzt. Aber für mich ist das trotzdem irgendwie so weit entfernt. Irgendwie. Also so, dass es nicht so zusammenhängt ist mit diesen ersten beiden Teilen. Das ist das, was wahrscheinlich viele auch angemerkt haben, nehme ich mal an. Für mich gibt es jetzt halt den Anlass, das Spiel. Ich gucke ja eh immer, meistens immer das Spiel in sich selber und dann ziehe ich erstmal so ein paar Schlüsse oder lasse es Revue passieren. Die meisten Sachen, guten Sachen, kommen mir eh erst, wenn ich das Spiel so durch habe und ein paar Wochen erstmal liegen gelassen habe, so nach dem Motto und ein bisschen dran gedacht, drüber nachgedacht habe. Aber nun ja.
Ich hoffe, ihr versteht so einigermaßen, wie ich das meinte. Nichtsdestotrotz spielen wir das natürlich weiter. Ich hoffe auch, dass diejenigen, die selber nicht so vom Spiel überzeugt sind, dennoch weiter hier bei dem Projekt am Ball bleiben, fleißig Kommentare schreiben. Das freut mich natürlich auch, ne? Aber ich würde halt auch gerne wissen, wie ihr zu bestimmten Situationen, die da sind, wie ihr das seht, was, ob ihr da das gut fandet oder nicht so gut oder was euch da aneckt. Einfach, um da eure Meinung mal zu sehen. Und vielleicht ist das ja stimmig mit meiner Meinung dazu. Und dadurch kann ich auch ein paar Sachen selber auch nochmal ein bisschen Revue passieren und das vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Also ich bin da ganz offen und hoffe natürlich, dass weiter fleißig Kommentare geschrieben werden. Also das würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr da weiterhin am Ball bleibt. Und ja, ich bin froh, dass ich es im Sale gekauft habe und Teil 1 und 2 sogar noch mit dabei waren. Gut, die kosten mittlerweile echt nicht viel, was ich sehr, sehr, sehr schade finde, weil das echt so schöne Spiele sind. Oh Gott, Oscar. Ich mag gar nicht dran denken. So, was, lange Rede, kurzer Sinn, ne? Oh Gott, ich habe zu viel geredet. Aber das musste mal klargestellt werden, angesprochen werden. Und ich weiß nicht, wie ich im Spiel selber dazu komme, weil wenn ich an den Anfang denke, wo Kirk mich ja die ganze Zeit auch unterbrochen hat und gesagt hat, ja, er ist nicht, mit ihm kann man reden und so weiter, wo ich mir denke, ja, ich werde ja auch gleich noch mit dir reden. Ja, was ist das jetzt mal alles passiert? Wir sind hier aufgewacht, nachdem wir in irgendeinen Blizzard geraten sind, nahe des Todes von Newcolds gefunden wurden und wollen hier einfach raus, weil wir sind gesund. Aber man lässt uns nicht. Wir haben da schon gemerkt, dass hier was nicht stimmt. Und die, ich glaube, das ist eine Schwester, diese Olga oder so, hieß sie so. Oh Gott, das ist ein Weilchen her für mich. Ja, die hat ja schon ihr wahres Gesicht gezeigt. Das finde ich übrigens cool, dass das so mitgezeigt wird, auch in den Gesprächen und so, was das für Reaktionen hervorruft oder sowas. Das finde ich ganz gut. Und wir waren ja dabei, den Schlüssel zu reparieren, damit wir hier abhauen können. Und wir müssen ja auch Kirk irgendwie rausschaffen, weil im Endeffekt wird hundertprozentig unser Ziel sein, dass wir den Newcalls helfen, diesen Streifzug da fertig zu machen, den ihre Reittiere da oder Lasttiere da machen, um sich da zu paaren. So alle Jahrhunderte waren es oder so. Und ja, wie ich es gehofft habe, die Eule ist hier. So, das ist jetzt repariert. Ach so, und falls ich es nicht erwähnt habe, ich habe den Spielmodus Kate nicht Orca. geändert. Kirk! Wie fühlst du dich? Nicht so gut, fürchte ich. Also wie gesagt, ich habe den Spielmodus nicht geändert. Ich mache das jetzt einfach so weiter, wie gehabt. Ich hole Hilfe. Wie kann ich dir helfen? Ich hole. Oh, diese Musik, die ist so schön. Oh, die Musik ist so toll. Ich frage mal, wie kann ich dir helfen? Weil ich will keine Hilfe holen, weil ich weiß ganz genau, von den Leuten her kann ich keine Hilfe erwarten. Und ich merke gerade, mein Mikro ist voll aufgedreht. Wann ist das denn bitte schön passiert? Eieieiei. So kann das nicht weitergehen, Kirk. Also, wie kann ich dir helfen, hier rauszukommen? Das Beste, Kate Walker, ist es, wenn du allein gehst. Und wenn du mir wirklich helfen willst, geh nach Valsembor, sobald du draußen bist, und versuche, meine Prothese von dem Handwerker zu holen. Wenn du sie mir bringst, wird Dr. Samyatin sie mir anlegen. Und ich kann zu meinem Stamm zurück. Können wir Dr. Samyatin vertrauen? Ich bin da nicht so sicher, wenn ich mir den Zustand seiner Klinik ansehe. Der Mann war immer ein Freund der Yukol. Und ich bin sicher, er kann dir helfen, das Krankenhaus zu verlassen und den Handwerker in Valsimbor zu finden. Okay. Ich verspreche, sobald ich kann, mit deiner Prothese zurückzukommen, Kirk. Halte so lange durch. Danke, Kate Walker. Und mögen die Geister mit dir sein. Ich habe auch gerade beschlossen, wegen dem ganzen Gerede am Anfang werde ich das Spiel also die Folge ein bisschen länger machen und ich werde die Stimmen ein bisschen runter machen. So. Das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit machen. Ja, bestätigen. So, gut. Hab aber das vergessen. So, wir gehen mal raus. Obwohl das gegen diese Tür laufen auch ganz cool war.
Wir können doch jetzt einfach so raus. Wir müssen doch diesen Doktor gar nicht ansprechen. Oh nein, ich laufe gegen eine Bank. Ich geradeaus laufen, das ist nicht so mein Fall. Das ist mir zu Mainstream. Gucken wir uns das mal an. Da. Hehehe, ich darf jetzt gehen. Wie ich gerade hoffe, dass der Ladebildschirm nicht so lange braucht. Ach, das unten in der Ecke sind übrigens die, die da diesen zum Paaren sich auf dieser Insel verabreden. Ja, sie verabreden sich dort neben mir. Ist kein besseres Wort eingefallen. Ach, kann ich einen Scheiß reden. Irgendwas mit Walsimbor. Ich kann leider kein Kirillisch. So war doch die Schrift, ne? So hieß das, ne? Was haben wir denn hier alles? Dum, di dum, di dum. Oh, eine Bank. Also, was mir gefällt, ist erstmal, das Design erinnert mich sowieso ein bisschen an Lara Croft eigentlich. Von den Klamotten sogar her. Es wirkt so ein bisschen. Lara Croft in Point-and-Click-Adventure. Sind wie ihr Pony so. So diese Strähnen an den Seiten hin und her. Auf keinen gehen. Fall gehe ich wieder darauf. Ach so, ach so, ach so, ach so. Aber du musst doch Kirk das Bein bringen, also musst du früher oder später dorthin. Ah, ah, Bildwechsel. Hat mich überfordert. Okay. Ich rede mal mit den Leuten. Wenn Sie eine Vorsorgeuntersuchung wünschen, finden Sie die Büros der Ärzte im Gang hinter der Rezeption. Die Stimmen sind immer noch so laut, oder? Kommt mir das nur so vor. Boah, ich muss echt hier Sachen einstellen. Entschuldigung. Ja? Hallo. Dr. Samyatin. War der doch nicht das oben? Oh Gott, ich weiß nicht, wer dieser Dr. Samyatin ist. Ich dachte, das wäre der, der mit uns das Gespräch geführt hat. Was für eine dunkle Klinik. Sie könnte etwas menschliche Wärme vertragen. Das hier war früher die Festung der Herzöge von Walsimbor. Das alte Bollwerk gegen die Invasion aus dem Osten. Die Bewohner von Walsimbor suchten hier Zuflucht und entkamen den Belagerern oft durch mysteriöse Geheimgänge. Wann wurde die Festung zur Klinik? Vor 20 Jahren. Dank Dr. Samyatin. Ich finde es so lustig in der Perspektive, also glänzt ihre Zunge, obwohl die ja im Mund ist und da gar kein Licht reinkam, kommen kann. Sieht es trotzdem so aus, als würde so ein Licht von oben drauf scheinen. Vielleicht hat die auch ein Licht in ihrer Mundhöhle. Wer weiß? Ich suche Dr. Samyatin. Er ist in seinem Büro. Sie finden es in dem kleinen Gang dort hinten. Die erste Tür links. Okay, die erste Tür links. Ich würde die Klinik gern verlassen. Könnten Sie mir bitte sagen, wo der Ausgang ist? Wahrscheinlich direkt hinter mir, oder? Nun, normalerweise würde ich Ihnen sagen, Sie müssen sich zur anderen Seite des Hofs begeben, um dort die Seilbahn zum Bord zu nehmen. Aber Dr. Yefimova hat die gesamte Klinik aus Sicherheitsgründen abgeriegelt. Die Seilbahn ist bis auf Weiteres außer Betrieb. Verstehe. Danke für die vielen Informationen. Ich muss jetzt los. Vielleicht sollten Sie zurück auf Ihr Zimmer gehen, bis die Seilbahn wieder fährt. Ich denke darüber nach. Wiedersehen. Was ich nicht verstehe, warum kommt es immer zu diesen Audiobugs, sag ich mal, zu diesen Abhackungen? Um diese Tageszeit sollte Dr. Samyatin da sein. Hätte Kate zum Beispiel so eine Stimme gekriegt, boah, dann wäre ich voll ausgeflippt. Das passt ja mal überhaupt nicht, weder zu der Person, die jetzt dargestellt wird, und erst recht nicht zu der Kate, die wir kennen. Warum nehmen Sie nicht den Wartezimmer Platz? Sie ist bei den Büros, gleich hinter der Rezeption. Ja, das ist auch keine bessere Stimme. Die Seilbahn ist bis auf Weiteres außer Betrieb. Weil die sehen so ein bisschen wie Zwillinge aus, ne?
Da haben sich die Leute aber Mühe gegeben. Warum klicke ich noch herum? Ich kann doch einfach so frei laufen. Haha, ich vergesse das immer. Ah, ja, weil ich warte seit Stunden auf meinen Termin. Na gut, wenn ich an Sherlock Holmes denke, da kann ich nicht First-Person-Perspektive rein und auch so steuern mit WASD. Ich bin hier, um meinen Mann zu besuchen. Er ist seit Monaten hier. Besser als die 20 Jahre wie die anderen beiden. So, dann gucken wir mal. Wir können auf jeden Fall diese Tür benutzen. Die gucken wir uns aber erstmal an und das Bild schwenkt nicht mehr um. Okay, die gucken wir uns erst an. Hallo. Ich wollte dir erst angucken, warum man das nicht ruft. Efimova, nee, das ist doof. Dr. Olga? Niemand da. Vielleicht ist das nicht schlecht. Das dachte ich mir auch. Wie kann ich denn das machen, dass es nach oben geht? Ach so, mit dem Zahnrad. Dr. Efimova. Ja, ich dachte, es wäre... Hä? Wo ist denn der Arzt? Warte mal. In der Perspektive ist die Tür offen. So habe ich das gar nicht gesehen. Ich laufe einfach mal rein. Ha! Das geht. Ah, guten Tag, Frau Walker. Wie schön, Sie auf den Beinen zu sehen. Auch wenn ich gestehen muss, dass ich etwas überrascht bin. Unsere gute Frau Dr. Olga hatte mir ihren Zustand wesentlich düsterer dargestellt. Vielleicht hat sie nicht so ganz die Wahrheit gesagt. Aber oh mein Gott, der ist so putzig. Solche Charaktere mag ich. Klein, rund, alte Männer, aber so niedlich. Na los, nicht so schüchtern, junge Frau. Sie können ohne Angst mit mir sprechen. Also wir machen nicht, sie ist verrückt. Wir können machen, sie beunruhigt mich oder das ist ihr Plan. Frau wir machen Walker, mal, das ist ihr Plan. Mal gucken, was es für Auswirkungen hat, okay? Dr. Efimova und Dr. Mangeling wollen alle glauben machen, dass ich verrückt bin. Um zu rechtfertigen, dass sie mich hier gegen meinen Willen festhalten. Olga hat mir tatsächlich von ihrem Hang zu Paranoia berichtet. Hüten Sie sich davor, solchen irrigen Vorstellungen zu viel Raum zu geben, Frau Walker. Sie könnten die Quelle vieler Ihrer Schwierigkeiten sein. Sowohl für Sie als auch für die Menschen um Sie herum. Leider muss ich Ihnen versichern, dass meine Anschuldigungen gut begründet sind, Dr. Samyatin. Ich bin bei völlig klarem Verstand. Hören Sie, Frau Walker. Ich weiß, dass es eine schwere Erfahrung ist, nach einer langen Zeit im Koma aufzuwachen. In so einer Situation sind Panikattacken völlig normal. Aber ich ermahne Sie. Bitte projizieren Sie das nicht auf Dr. Olga, auf diejenige, die sich um Sie kümmert. Ich werde nicht jünger, wissen Sie. Und diese Klinik zu leiten, ist eine schwere Bürde. In den letzten Jahren hat Olga gezeigt, dass sie hervorragend geeignet ist, um mir zu assistieren. Ich habe vollstes Vertrauen in sie. Ich habe keine Panikattacke, Doktor. Als sich Olga bat, mich gehen zu lassen, hat sie mich unter Drogen gesetzt. Ich weiß. Olga hat mir von dem Zwischenfall erzählt. Laut ihrer Aussage waren sie sehr aggressiv und verstört. Und sie hatte keine andere Wahl, als ihnen ein Beruhigungsmittel zu verabreichen. Dr. Mangeline erzählte mir auch schon von ihren gewalttätigen Neigungen. Aber... Das Thema ist beendet, Frau Walker. Aber lassen Sie mich Ihnen sagen, dass Ihr Beharren unangebracht ist. Es unterstützt, fürchte ich, die Schlussfolgerungen in Ihrer psychologischen Bewertung. Ich... Ja, Doktor. Bitte erzählen Sie mir von dem Anhänger, den Sie um den Hals tragen. Er ist mir gleich aufgefallen, als Sie hereinkamen. Ja... Aber ich will sagen, das geht Sie nichts an. Weil er mir nicht glaubt. Ich sag mal, es ist Frau ein Walker. Andenken. Es ist ein Andenken. Eine schöne Erinnerung oder eine schlechte? Eigentlich beides gleichzeitig. Natürlich. Wie alle Erinnerungen gewissermaßen, nicht? Wie auch immer. Für Sie ist es wichtig, dass Sie vermeiden, sich zu sehr verfolgt zu fühlen. Dr. Samyatin, ich habe Kirk versprochen, zu dem Handwerker in Walsenburg zu gehen und ihm seine mechanische Prothese zu bringen. Der arme Junge wartet seit Ewigkeiten darauf. Und ich würde die Sache gern beschleunigen. Können Sie mir sagen, wie ich dorthin komme? Das ist ein edles Vorhaben, Frau Walker. Ich habe meinen alten Freund, den Uhrmacher Simon Steiner, gebeten, das mechanische Bein für den jungen Mann anzufertigen.
Er ist ein sehr fähiger Handwerker und erstaunlich erfindungsreich. Sie finden ihn in seiner Werkstatt in der Nähe des Hafens von Valsembor. Ich schätze, er dürfte mittlerweile so gut wie fertig mit seiner Arbeit sein. Er stellt ganz erstaunliche Dinge her. Sie werden sehen. Können Sie meine Entlassung autorisieren, damit ich zu Herrn Steiner gehen kann? Mir wurde gesagt, dass die Klinik abgeriegelt ist. Sie müssen Olga fragen, Frau Walker. Sie hat die Anweisung erteilt, unsere Anstalt abzuriegeln. Und sie gibt die Passierscheine für die Patienten aus. Dieses Buch sollte alle Ihre Fragen über unsere Freunde, die Yukol, beantworten. Leben Sie wohl, Frau Walker. Aber sie weiß doch schon eine Menge darüber. Warum haben die Yukol Sie gebeten, Kirk zu heilen? Bei jedem Ihrer Züge tauschen die Schamanen der Yukol und ich medizinisches Wissen aus. Ihre Technik der therapeutischen Trance und Materia Medica haben bei meinen von psychischen Leiden betroffenen Patienten oft hervorragende Ergebnisse erzielt. Im Austausch dafür kümmere ich mich um die Verletzten, die Sie mit Ihrer traditionellen Medizin nicht vollständig heilen können. Wie den armen Jungen, der sein Bein verloren hat. Wie viele dieser Straußenzüge haben Sie miterlebt? Das ist der dritte. Ich habe großes Glück, so viele gesehen zu haben. Ein seltenes Spektakel, glauben Sie mir. Die große Straußenherde begleitet von den Yukol, die dazu verurteilt sind, ihren Tieren zu folgen, wo auch immer sie hingehen. Ohne sich um Länder, Kriege oder Grenzen zu scheren. Sie scheinen die Yukol zu mögen, Dr. Samyatin. Sie sind ein faszinierendes Volk. Und besonders ihre erstaunliche Medizin, durchzogen von Schamanismus, ohne die Sie zweifellos niemals lebendig in dieser Klinik angekommen wären, Frau Walker. Ich habe den Eindruck, dass die Yukol hier nicht sonderlich beliebt sind. In der Tat. Es scheint, dass die meisten Bewohner von Valsembor ihnen feindlich gesonnen sind. Früher war das nicht so. Wissen Sie, als ich jung war, war der Zug der Schneestraußen ein Ereignis, das in Valsembor mit offenen Armen begrüßt wurde. Warum hat sich diese Haltung geändert? Unsere Region wurde vor 20 Jahren ziemlich stark verwüstet. Dramatische Ereignisse, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Weltsicht der Menschen hatten. Die Leute kehrten sich eher sich selbst zu. Sie wurden weniger weltoffen. Und die Tatsache, dass die Yukol jetzt schon seit mehreren Wochen am See Valsembor festhängen, hat das nicht besser gemacht. Brauche ich wirklich Olgas Erlaubnis, wenn ich hier weg will? Sie sind doch schließlich der Leiter dieser Klinik. Olga ist meine rechte Hand. Ich habe keinen Grund, sie aus der Sache rauszuhalten, Frau Walker. Sie ist Ihre Ärztin. Sie sollten mit ihr darüber reden. Sie ist nicht so böse, wie Sie zu glauben scheinen. Sie finden sie höchstwahrscheinlich in Ihrem Büro. Oder auch nicht. Na super, jetzt müssen wir mit ihr reden. Ah, ich versau mir das Ganze, ne? Ja, ich bin ganz gut darin. Ach ja, herrlich. Was war denn da jetzt eben, was ich hätte angucken können? Nee, da sprechen... Ach, warte mal, da war wieder... Da war es wieder, aber es ist direkt wieder weg. Hä? Oh, da war wieder der... Oh Mann, oh. Ich darf mir das Bücherregal einfach nicht angucken. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Mal gucken. Außer, dass ich gegen so eine komische Liege laufe. Nein, dahinter kann ich nicht. Kann ich von der Seite dahinter? Nein. Immer diese unsichtbaren Wände. Naja, okay, gut. Die Folge ist lang genug. Ich habe das ausgeglichen, dass ich am Anfang so viel geredet habe. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und werden weiter versuchen, hier rauszukommen. Mal gucken, wie lange das dauern wird. Bis dahin dann. Tschüss, eure Tai.